Hallo und ist das ein Penner? War das jetzt Absicht? Nein. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Forest. Mit meinem inkompetenten Bruder, dem Sino. Und mit mir, euer Martin. Ja, da sind wir uns jetzt beide. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, wir haben gerade 5 Minuten darüber diskutiert, wer jetzt wie dran ist mit Hallo sagen. Und kaum sagen wir, okay, fangen wir an. Jo, alles klar, hast du Timer an? Jo, warte, okay, kannst losgehen. Und das war schon wieder raus aus dem Schädel, ey. Naja. Sehr geil. Das sind Fehler, die machen sympathisch, ne? Nein! Hast recht, Dislike. Ja. Nee, es war echt ein Versehen, keine Ahnung. Aber es war lustig. So, erzähl, was wir vorhaben, genau. Genau, wir wollen ein Bordell bauen und dann die Kannibalenfrauen prostituieren. Nein. Doch, das ist gut. Das ist aber eine gute Idee, Mann. Ey, da war spontan, ne? Also, das war nicht abgesprochen. Das war doch alles geskriptet. Also, ja, hört alles, nicht auf alles. Ihn. Sino kann gar nichts alleine. Also, wir skripten das wirklich alles vorher durch. Ja, genau. Wir haben so 13-jährige Minecraft-Let's Player, die uns dann ansagen, was wir machen. Nein, wir haben Affen. Wir haben Affen da sitzen, die unsere Skripte schreiben. Family Guy. Ja, Mann. Nee, okay. Ich selber denke, dass der Teil hier der Insel, wo wir sind, buggy ist. Da hinten das Meer ist ja so komisch aussehend und hier backen ja bei Martin auch die Schweine rum, dass die aussehen wie Rehe auf Schienen. Ja. Und ja, in unserer Basis, die eigentlich keine Basis ist, weil wir einfach nur eine Mauer drumherum gezogen haben, Aussie-Style. Sagt der Wessi. Sind ja... Es spawnen ja immer mal wieder Viecher, so, und das ist natürlich ziemlich uncool und wir haben uns gedacht, wir ziehen um. Genau. Machen jetzt einen Roadtrip, Bitches. Nein, wir sind auch immer außen rumgegangen bisher, also ich würde sagen, wir gehen einfach schon mal los und labern dann einfach weiter. Genau, wir suchen uns jetzt quasi einen richtig fetten, neuen, schönen Platz und haben uns überlegt, gut, willst du sagen oder soll ich sagen, ist eigentlich auch danke geil. Dein. Jetzt bin ich dir ins Wort gefallen. Danke, dein. Man kann ja jetzt... Oh, der ist ja wirklich nackt. Ja, ich bewundere nur seine Glitzerbacken gerade. Ach, du siehst ihn aber... Luigi. Bin ich jetzt Luigi? Du bist jetzt Luigi. Aber der hat wirklich Glitzerbacken, ne? Ne, richtig schöne Glitzerbacken. Wenn der Arsch so am Funkeln ist, brauchst du nachts keine Taschenlampen mehr. Ja, sehr geil. Wenn du musst nur aufpassen, wo du mit dem Arsch dann rückwärts langläufst, weil wenn du dann auf den Stolz triffst, dann ist vorbei. Nein, erzähl ruhig. Oh, ach du Scheiße. Bist runtergefallen? Ne, wir haben uns überlegt, wirklich so ein Megaprojekt mal zu starten. So ein... Bist du tot? Nee, ich hab Aua. Du stehst da so ganz komisch und jetzt hast du irgendwas in der Hand und... Ja. Ach, du isst was, okay. Martin Hunger. Oh ne, also irgendwas Großes mal zu bauen. Man kann jetzt irgendwie auch große Hütten bauen, ne? Ja, genau. So ist es. Da bimmelt dein Handy, das war nicht meins. Also rübergehen zum Sino, disliken, haten, keine Ahnung. Ich habe alles an Sounds ausgemacht. Ich habe meinen Steam-Sound ausgemacht, ich habe Facebook-Sound ausgemacht, meine Steam-Trade-Offer-Sound, ich habe alles ausgemacht, außer mein Handy. Ja. Okay, nee, da will ich nicht runter. Oh, the big hole. Achso, hier sind wir schon wieder. Ja, wir sind wieder am Loch, am Arsch der Welt. Anus der Welt, ne? Kennst du noch? Ach du Scheiße. Ich weiß gar nicht, welche Folge das war von Star Wars. Alter. Und zwar von den alten Folgen, von den alten drei Teilen, ja. War das, glaube ich, Folge 2? Genau, wo die von dem Eisplaneten, wo die von Hoth fliehen. Ja. Da sind die doch mit, da ist doch ihr Prinzessin Leia mit Han Solo, sind die doch los in so ein Asteroidenfeld rein. Oh, hier wird's gerade nerdy, geil. Ja. Und dann haben die sich doch auch auf so ein, sind die in so eine Höhle reingeflogen, wenn du dich noch erinnern kannst. Ja. Wo dann ganz viele komische Viecher rumgeflogen sind. Und die Höhle war leicht instabil. Das kam doch dieser Riesenwurm dann heraus. Und die Höhle erinnert mich so ein bisschen hier an diesen Riesenwurm. Vielleicht sind wir ja hier auf, ne? Ich fand es immer beeindruckend, dass die einfach nur im Weltall, die waren ja im Wurm drin, aber der war ja auch im Weltall, sag ich jetzt mal. Dass die da einfach mit einer Atemschutzmaske rausgegangen sind. Gar kein Problem. Alles gefixt. Kein Problem. Das fand ich so... Was ist denn das hier? Oh, ein Teich. Ah, hier sind wir. Alles klar. Okay. Wir müssen uns mal echt einen perfekten Platz suchen. I know where we are. Ich würde sagen, auch irgendwas wie hier in der Nähe. Weil hier ist ja oft da mal Loot respawn. Das heißt, wir können diese Kisten hier öfter mal looten. Ja. Die respawnen tatsächlich? Die respawnen, ja. Okay, also das Reh stirbt nicht. Oder ein Bug.
Das Reh stirbt nicht, wenn man es mit einem Stein beschmeißt. Ist holy. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt wieder ein Reh war oder. Ah, hier schon. Oh, hier ist eine Hase. Komm her, komm her, komm her. Ich kann mich so gut konzentrieren, auch ein Hase. Ja, der ist weg. So. Ich hab's schreien gehört. Was ist das? Waschbär. Stirb! Ah. Wir können ja auch. Oh, ich hab die Idee. Du wirst es feiern. Komm mit. Das ist eigentlich nie eine gute Idee, wenn ich irgendwas von dir feiern soll. So, wir haben ja hier diesen geilen See, ne? Diesen epischen See, ne? Diesen schwarzen See. Ja, es ist halt Blut drin oder so, ne? Aber wir können ja Hausboote bauen. Die sollen aber, schwimmen die schon? Weil in den anderen Versionen sind die tatsächlich untergegangen. Oh, der ist ja tief, ne? Ach nee, doch nicht. Also ich weiß, wir können es ja mal probieren, aber ich glaube nicht, dass das Ding schwimmt. Ich meine, die Idee wäre es ja. Wenn wir den so schön in die Mitte setzen. Ja, auch so eine Custom Foundation. Hier gibt es richtig viel, was wir jetzt machen können. Vielleicht schwimmen die ja jetzt, wie gesagt. Gab er. Ich such gerade, aber ich find's nicht. Der ist wirklich buggy, der See. Würde mich nicht wundern, wenn hier auch noch ein Hai drin ist oder so. Oh Gott. War das nicht auch hier bei Family Guy? War er doch mal als Hai verkleidet und was? Daher habe ich das. Oh, das sieht nicht gut aus. Was? Ja, das Hausboot ist mehr. Ja, guck's einfach an hier. Ja, wieso? Da können wir doch eigentlich drin wohnen, oder was? Ja, ich weiß nicht, wenn du gerne tauchst, also. Ich bin Aquaman. Wir können ja einfach, genau, Aquaman, oder wir können einfach uns so, ne, zu Fischen transformieren. Ich würde sagen, lass mal weitergehen. Okay. Der Weg wird kein leichter sein. Da hat das Wort Fischkopf eine ganz andere Bedeutung, weil ich bin ja hier, wir gehören ja zu den Fischköppen. Hier oben bei uns. Hier waren wir aber auch schon. Aber hier gehen wir erstmal looten. Schubst mich nicht. Maul. Klasse. Was ist das hier alles schon wieder? Das ist der Waschbär. Ich weiß nicht, was der macht. Der sitzt da ganz komisch. Ich glaube, der befriedigt sich gerade an dem Stein. Jetzt ist er weg. Also den Stein hier vorne würde ich nicht aufheben. Da hat er sich ganz, ganz komisch dran gerubbelt. Ich muss den anfassen. Also ich habe es ja schon mal, irgendwo habe ich es schon mal geschrieben. Ich würde es ja extrem feiern, wenn es hier wirklich Schusswaffen gibt. Das ist eine Kamera hier, ne? Guck mal. Oh. Hier ist irgendwie. Wo ist eine Kamera? Hier, die Kamera da. Das Ding, was da liegt. Ja, ich sehe nichts. Ich stehe jetzt genau drauf. Oh, jetzt habe ich es gerollt. Oh. Nee, ich sehe wirklich nichts. Hast du das vermutlich auch schon weggetan? Nee, ich meine, wenn es hier Schusswaffen geben würde. Aber nicht normale, moderne Waffen, sondern so eine alten Muskoten oder keine Ahnung was, die man irgendwo in der Höhle findet, weißt du? Weißt du, eine Muskete? Ja. Flamongo. So. Flamongo war geil, oder? Ja, du weißt doch, ich meine, die man vorne noch so ein bisschen stopfen muss, so eine alten Skelette, die so eine Waffe bei sich haben. Also so einen ganz, ganz alten Knarren. Das würde ich feiern. Wenn man die hier finden würde, weil hier gibt es ja keinerlei Schusswaffen jetzt. Ja. Frage ist, wie sich das Spiel denn dadurch verändert. Wieso, ne? Wenn du nur ein, zwei Schuss hast oder so? Oder mal ab und zu eine Patrone? Nein, du musst das Schießpulver, musst du alles selber machen. Und dann musst du dir mit aus Blei, was du hier irgendwo abbaust, bei den Kannibalen, in der Bleifabrik, Bleihöhle. Bleihöhle. Keine Ahnung, die großen, die großen Missgeburten kacken Blei oder so. Musst du dir dann Patronen, also diese Kugeln selber gießen, und dann mit Schießpulver, und dann musst du immer so eine Patrone wieder reinlegen, so nachstopfen. Bis dahin bist du dann tot. Ich glaube auch, ja. Also oder ich denke, wir brauchen auf jeden Fall so eine Fläche, die wenigstens halbwegs gerade ist. Ja. Aber das ist schwer auf dieser ebenen Insel. Aber warte mal, ich muss was essen. Aber eigentlich muss ich eher was trinken, glaube ich. So, das sieht gut aus. Wir sollten uns auch beeilen, bevor es dunkel wird. Dann wir haben jetzt wirklich keinerlei Schutz. Notfalls können wir nochmal zurücklatschen, ne? Oh, warte mal. Hier, das sieht doch geil aus, eigentlich. Der Anker. Achso, hier sind wir. Damit du irgendwie so ein bisschen. Hier die Fläche ist eigentlich am besten für, würde ich fast sagen. So ein bisschen Schutz im Rücken haben.
Hier, die ist doch am ehesten von allen. Wollen wir hochbauen, oder? Mauer drum und fertig, oder? Oh, guck mal, hier liegt schon einer rum. Ja, wir so Glanzbacken hier. Hm. Er hat aber keinen Hodensack. Ja, ich fange einfach mal an. Wahrscheinlich alles Eunuchen hier. Wir müssen ja erstmal die Foundation bauen, ne? Achso, für dieses, wir wollen ja dieses große Häuschen bauen, ne? Ich glaube, wir müssen uns erstmal darauf vorbereiten, dass wir erstmal ein kleines Baumhaus bauen, in dem wir dann notfalls schlafen können, wenn es eng wird. Ja, würde ich sagen, ja, wo haben wir das hin? Hier vorne an dem Baum? Einfach hier vorne direkt. Hier, ich mache hier mal eins hin. Da wie möglich für dich. Ah, da geht nicht. Hier. Auch ja, nicht. Alles klar. Ah, hier. Ja. So, dann hauen wir das hier ran. Machen wir erstmal das für dich. Ja. Dann bereite ich die Foundation vor. Na gut, genau, richtig, damit wir uns zurückziehen können. Damit wir das überleben hier. Hast du recht. Und dann können wir nämlich ganz in Ruhe basteln. Dann haben wir vor allen Dingen haben wir auch gleich einen Speicherpunkt. Das ist nämlich das Wichtigste noch wieder. Aber wie dicht bin ich eigentlich am Flugzeug? Wie dicht sind wir am Flugzeug? Es geht. Weil, du weißt ja, wo ich wieder starte. Ja, ja. In der nächsten Aufnahme. Das haben sie immer noch nicht gefixt, dass man dann... Ja, das sollten sie echt mal machen, also... Weil ich starte wieder komplett im Flugzeug. Ist natürlich gut, dass ich mir das ganze Zeug da wieder rausnehmen kann. Aber ich habe natürlich den weiten Weg. Und das Problem ist, wir haben... Ach nee, gut, ich weiß jetzt, wo das ist. Das dürfte passen. Ja, wir haben es ja markiert, das mit dem Hammer da, ne? Wahrscheinlich renne ich denn... Wir haben hier überall irgendwas mit Hammer markiert. Ja, es hat einer, der nicht im Boden ist, ne? Achso, ich stelle. Die anderen sind ja alle unterirdisch. Ja. Warte, ich. Wieder, wie gesagt, wieder sprachbehindert. Oh, ich habe gerade wieder hier so eine Suizidmöwe gehabt. Bauen wir eben eine Bank, damit wir uns, wenn wir erschöpft sind, ausruhen. Alter. Wie gesagt, er kann nichts dafür, also bitte nicht ihn haten. Hört sich drum fürs Downsen, nein. Ne, er versucht ja trotzdem YouTube zu machen. Oh, ich habe hier gerade durch Zufall was Gutes gefunden. War. Guck mal. Hier ist direkt ein See. Ja. Sehe ich auch gerade. Ein Teich ist das, ein Tümpel. Machst du die Bank fertig? Bitte. Okay, da nicht. Cool. Da sind erst sogar Fische drin, glaube ich, ne? Du bist ein Fisch, ja. Ja, ein Fischkopf. Ja, siehst du, sag ich doch. Oh Mann. Weißt du eigentlich, wann der nächste Patch kommt? Gestern. Nein, keine Ahnung. Ich hoffe nicht so bald, weil das, wie gesagt, im Moment ganz gut läuft, finde ich. Wird das schon kommen. Wir machen jetzt Megaprojekt und dann so ja. In einer Woche Patch-Ankündigung für 2 Tage. Denke ich denn auch, dass dann alles weg ist sowieso? So, ich muss mal eben rechten. Bisschen Öl holen, ne? Ja. Damit die Kräfte wieder rausguckt. Ja, gibt's ja gar nicht. Arbeiten. Ey, ich sitze mal richtig auf der Bank. Ist dir das mal aufgefallen? Oh. Jetzt nicht mehr mit meinem Arsch im Feuer. Du hast mich gerade geschoben, ne? Kannst du bitte aufhören, mich von der Bank runterzuschieben, bitte? Ich wollte was ganz. Hallo? Gerade? Sag mal mir nicht in den Nacken, du Assi. So, mach weiter, du faule Sau. Okay, Chef. Wie war das mal bei Zurück in die Zukunft? Feige Sau, ne? Feige Sau. Ja, wo er immer ausgerastet ist. Ich glaube. Du feige Sau! Wie hast du mich genannt? Alter, das ist aber auch schon wieder so lange her. Ne? Das ist ja episch. Zukunft, ich glaube, ich werde mir das demnächst mal wieder reinziehen, alle 3 Teile. Es regnet. Also solche Filme feiere ich ja extrem irgendwie. Wo es regnet? Ja, Marty McFly, Alter. Geil. Doc Brown. Emmett Brown, Alter. Hammer. Armer. Aber wir kommen immer gut voran bei sowas, ne? Klar. Ich finde, wenn man gut nebenbei quatscht, dann geht das ruggileggi. Wie viele müssen wir jetzt noch rein? Einer noch, ein großer noch. Was? Fertig. Gehen wir auch speichern. Gehen wir auch speichern, genau. Ich finde übrigens, ne, das wollte ich die ganzen Folgen über schon mal sagen, ne, diese Animation, wenn du mir beim Klettern zuguckst, ne, finde ich genial gemacht, wirklich. Hä? Ich finde, die Animation sieht so gut aus, wie die Figur klettert. Achso. Ja. Jetzt mal ohne Spaß, finde ich echt gut. Oh, hier sind Fische, hier sind echt Fische.
Dann ess ihn. Ja, du kannst die übrigens mit deinem Speer jagen, ne? Ja, ich weiß. Ach, der schwimmt mir gerade durchs Inventar, der Fisch, gell? Ja, blub, blub, ist das hier? Richtig? Ein Stick habe ich hier. Was brauche ich hier? So ein Speer, ne? Ja, genau. Links unten müsste der sein, glaube ich. Glaube ich. Glaube so. Ich. Gucken. So, Custom. Wo ist denn hier Custom? Da, Custom. Wie soll man die denn kriegen, ey? Aim, Digga. Ja, mein Speer ist weg. Kann man die nur ein paar Mal benutzen? Ich glaube. Okay. Wo kriege ich einen neuen? Die liegen nur rum, ne? Ja, genau. Dafür muss der Waschbär sterben. Oh, oh. Hörst du? Alter, das ist ein großer. Das ist ein Mutant. Ja, ich sehe ihn. Da oben, ja, ich sehe ihn auch. Jetzt schon? Ja, weil wir an Bäume hauen, ne? Wollen wir hoch? So. Ich habe mir gerade ein paar Mollys gemacht. Ich mach den jetzt platt. Ja gut, du weißt ja, dass es bei mir nicht funktioniert mit den Mollys. Ja, oh Gott, das ist echt ein großer. Ich guck gerade. Ich höre sie nur irgendwie schreien. Was ist denn hier wieder los an Möwen, Alter? Guck dir das mal an. Oh Gott, oh Gott. Ach du Scheiße. Ja, komm rein, komm rein, komm rein. Die laufen weg, ich hab den Großen gekillt. Echt? Ja. Guck dir die ganzen so. Tiere an. Ah. Sind wir hier in irgendeinem Disney-Film oder was? Weiß nicht. Ach Gott. Okay, wir haben ein Problem. Nein. Doch. Okay. Das Custom Building funktioniert nicht mehr. Was heißt das? Das heißt, dass wir keine großen Basen bauen können. Okay, warum? Wir können jetzt ganz viele kleine Platten aneinander bauen, aber ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ich weiß nicht, ich kann nicht draufdrücken, aber ich kann es nicht placen. Es geht nicht. Ist das vielleicht nicht eben genug hier? Nee, nee, ich müsste es ja wenigstens auswählen können und nicht mal das geht. Ist das ein Bug oder ist das derzeit nicht möglich? Ich denke, dass es derzeit nicht möglich ist, ja. Okay. Hast du einen Timer im Blick? Ja, ja, der macht sich bemerkbar, der blubbert dann. Oh Gott, ich höre schon wieder einen. Ja, du lockst sie doch hier mit deinen Paarungsrufen. Die ganzen Möwen verraten uns. Stirb! Aber wo sind sie? Versuch's gerade zu spotten, aber... Ich sag dir, die Möwen verraten uns. Möwe, stirb! Was? Hey, sind echt viele Möwen, hallo? Wir sind auch am Meer, du Streuner. Nee, wie machen wir das denn, Alter? Dann haben wir keinen Boden, aber das ist ja dann auch doof, ne? Ja, es wird auch gerade wieder dunkel, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich kann mir überlegen, wie wir das dann machen wollen. Guck mal, ob du das bauen kannst. Du musst halt auf die Seite damit Custom Buildings und dann Custom Floors. Das war das jetzt B, Floors. Ne? Ja, genau. B und dann? Custom Buildings. Musst du suchen. Klick mich rechts unten immer durch. Custom Building, ja. Da kann ich jetzt die Wände bauen, alles. Custom Floors. Klick mal drauf, also ob das überhaupt geht. Custom Floors. Oh Gott, wo sehe ich das denn hier? Wall mit Windows, wo kann ich jetzt hier weitermachen? Rechts unten. Ach da, alles klar. Wie hieß das Ding? Plattform, Stairs, Tree? Custom Floors. Defense, Custom Foundation? Custom Floors, ja, kann ich machen. Du kannst das anklicken? Ja. Dann musst du das hinbauen. Ach so, nee, das ist Click to Place. Wenn ich darauf klicke, passiert nichts. Ja, genau, das habe ich auch. Hm. Das ist natürlich kontraproduktiv. Ich kann hier gar nichts. Doch, jetzt hier irgendeine so Kugel kann ich aus. Was ist das denn? Ja, das ist das doch. Kriegt okay. Das aber auch nichts. Wie kann ich das jetzt wieder. Achso. Bitter, ne? Das ist gerade bitter, ja. Aber müssen wir das Beste draus machen? Ich überleg gerade, wie wir es machen. Wir könnten natürlich einfach so. Ja, normal Mauern ziehen, wie wir es das letzte Mal gemacht haben. Fang einfach mal an. Aber gut, dann haben wir wenigstens einen spawnfreien Platz, sag ich jetzt mal, weil die ganzen Kannibalen sind ständig bei uns da gespawnt. Ja, eben. Oh, hier liegt ein toter Waschbär, wieso ist der weg? Ja, dann haben wir wenigstens Sinn, genau. Wo fängst du denn an? Ja, wir wollen doch eine große Basis bauen, oder? Ach so, wir haben das andere Haus ja nur. Alles klar.
So, hier werden wir auch ein Haus reinbauen. Also das ist jetzt Opala. Okay, alles jetzt klar. Jetzt wirklich nur Dings. Aber, wie unser Projekt dann weitergeht, seht ihr dann auf jeden Fall in der nächsten Folge. Und ja, wir hoffen mal, dass das alles klappt. Und dass es dann auch so gut aussieht. Und es gedacht haben. In dem Sinne, das war euer Sino und der Mannin. Tschüss. Einen wunderschönen Tüdelü.